Ein Gang durch 4 Jahrhunderte, moderne Präsentation der Sammlungen im ältesten Naturmuseum Deutschlands. Das Naturhistorische Museum Braunschweig lädt Sie ein zu einem Blick in die aktuellen Ausstellungen mit modernen und historischen Objekten aus allen Jahrhunderten. Sehen Sie, wie sich die Präsentation wandelt bis zur heutigen Museumspädagogik, die allen Besucherinnen und Besuchern Unterhaltung und Lernen ermöglichen soll. Lange Zeit im Tresor verborgen haben nun einige der wertvollsten Objekte des Naturhistorischen Museums einen Platz in der Dauerausstellung gefunden. Die Schatzkammer bietet einen Blick in die alte herzogliche Sammlung und präsentiert die ältesten und wertvollsten Objekte des Museums. Hier erwartet die Besucher kein Gold und Silber, sondern das schimmernde Perlmutt von Venusmuscheln, ein handbemalter Schildkrötenpanzer und das weltweit einzige Paar Strümpfe aus Muschelseide. Ab etwa 1666 sammelte Herzog Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig und Lüneburg in seiner Wunderkammer Kunstgegenstände und naturkundliche Objekte. 1754 wurde das Museum dann als herzogliches Kunst- und Naturalienkabinett eröffnet. Die Gestaltung unseres Schaumagazins ist angelehnt an die Präsentation von Tierpräparaten im 19. Jahrhundert, als die Exponate als Lehrsammlungen systematisch geordnet den Wissenschaftlern, Studierenden und Bürgern in großen Schaukästen zur Betrachtung zur Verfügung standen. Entdecken Sie anhand hunderter meist historischer Objekte die Schönheit und Vielfalt der Tierwelt. Das neue Schaumagazin wartet mit einer Anzahl von über 500 Präparaten auf, die bisher für den Besucher verborgen aus Platzmangel in den Depots des Museums lagern mussten. Deckenhohe Glasvitrinen, gedimmte Beleuchtung und eine effektvolle Verspiegelung im hinteren Teil des Schaumagazins bieten dem Besucher ein imposantes Raumerlebnis und bestrahlen Löwe, Papagei, Schuppentier und Co. mit stimmungsvollem Licht. Hintergrundwissen zu den gezeigten Exponaten aus den Gruppen der Säugetiere, Vögel, Insekten und andere Arten liefern zwei informative Medienstationen mit großen Touchscreens in der Mitte des Raumes. Lassen Sie sich verzaubern von lebensecht aussehenden Präparaten exotischer Tiere aus aller Herren Länder. Seit den 1930er Jahren wurden Dioramen eine beliebte Präsentationsform. Diorama kommt aus dem Griechischen und bedeutet Guckkasten oder Durchschaubild. Der Vordergrund ist mit natürlichem Pflanzenmaterial und einer Tierart gestaltet. Wo es möglich war, wurden für die Hintergrundbilder Motive aus der näheren oder weiteren Umgebung Braunschweigs gewählt. Der Entdeckersaal repräsentiert die aktuellste Form der musealen Darstellung. Er will die Besucher auf spielerische Art und Weise zum Entdecken einladen. Hier lassen sich beispielsweise viele Details zum Verhalten und dem Körperbau von Wildtieren erfahren. Auch über das Tarnen und Warnen von Tieren, Spuren, Laute, Zähne und Schädelbau kann man in diesem Raum vieles interaktiv erfahren. Die Tiere der für die Neugestaltung abgebauten Dioramen Weißstorch, Feldhase und Wildkaninchen finden die Besucher hier wieder. Das Herzstück des größten der drei neuen Ausstellungsräume ist jedoch eine beeindruckende 13 Meter lange Landschaftsvitrine, die das Leben über und unter der Erdoberfläche fast naturgetreu wiedergibt. Besuchen auch Sie uns bald wieder mal persönlich. Im Naturhistorischen Museum Braunschweig finden Sie immer wieder neue und neu gestaltete Ausstellungen rund um Natur
und Tiere.